Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Double Unboxing der Goodie Box für euch, denn die Goodie Box und die Goodie Box Crush sind bei mir eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe die Box ja selbst im Abo und bekomme ja monatlich auch ungefähr einmal die Welcome Box zugeschickt, um sie euch vorzustellen. Denn die Welcome Box ist die Box, die du bekommst, wenn du die Box neu abonnierst. Hier dazu ein Beispiel. Video. Link dazu in der Infobox und ich hatte heute Drehtag und ich hatte die ganze Zeit das Mikrofon leider nicht an. Das war so ein Ultra-Fail, ne? Das heißt, ich habe die Box schon ausgepackt, die Boxen und drehe das Video jetzt quasi nochmal neu. Also, wir schauen jetzt einfach mal zusammen rein und ich starte auch mit der Goodie Box selber. Das ist die Box, die man bekommt, wenn man die im Jahres- oder im generellen Abo hat. Die kostet ja 19,95 pro Box und pro Monat. Und wir haben hier 5 Beauty-Produkte drin enthalten mit einem Warenwert von mindestens 70 Euro und 2 Originalgrößen sind drin enthalten. Und ich lese euch mal so ein bisschen was dazu vor, was die Box sich so überlegt hat. Die Boxenpacker sich beim Boxenpacken überlegt haben. So, The Fresh Start Box. Der Januar mag ein kalter und dunkler Monat sein, aber anstatt sich zu verstecken, solltest du all das Gute, das der Monat mit sich bringt, annehmen. Dies ist dein Moment für Erneuerung und einen Neuanfang. Wir ermutigen dich, die Schönheit der Veränderung zu begrüßen, indem wir dich mit einer Kollektion von Produkten ausstatten, die dunkle Augenringe vertreiben, deine Haut zum Strahlen bringen und deinen Geist beleben. Lass uns das neue Jahr mit einem neuen Gesicht und einem strahlenden Geist begrüßen. Das mit dem neuen Gesicht fand ich übrigens eben auch schon sehr, sehr funny, denn eigentlich möchte ich mein Gesicht weitestgehend behalten. Aber nun, wir schauen jetzt einfach mal zusammen rein, was hier sich in dieser wunderschönen Box verbirgt, die man übrigens auch 1A sammeln kann, um darin Sachen aufzubewahren, weil die immer das gleiche Format hat, lassen sich schön stapeln. Hier habe ich dann einmal den Flyer drin enthalten und dann starten wir mal mit den Produkten. Klar, für einen frischen Start brauchen wir auch ein Duschgel, das ist von Naobei mit Granatapfel und da sind 200 Milliliter drin enthalten, finde ich sehr, sehr cool. Granatapfel ist ein ganz toller Duft und dieser Granatapfelduft ist auch super angenehm, also schön fruchtig und so, ne? Und ich glaube, ja, Duschgel brauchen wir eigentlich immer und dementsprechend ist es ganz nice, dass wir das in der Box drin haben. Was ich auch richtig cool finde, ist diese Handcreme von WADA, Luxury Skincare, eine verjüngende Aloe Vera und Vitamin C Handcreme mit ganzen 50 Millilitern. Sowas können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Vitamin C ist auch ein bisschen aufhellend, sodass du gegen diese Pigmentverfärbung auch arbeiten kannst und du solltest im Sommer und immer, wenn du halt deine Hände der Sonne aussetzt, auch immer darauf achten, dass du deine Hände mit eincremst. Also mit Lichtschutzfaktor auch, ne? Gesicht und Hände ist das, wo wir auch sehr viel Sonnenschäden halt bekommen, weil das auch immer sehr viel der Sonne ausgesetzt ist. Und Aloe Vera ist schön feuchtigkeitsspendend. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Handcreme echt eine feine Kiste wird. Dann kommen wir zu etwas. Wir haben in diesen Boxen auch immer ungefähr ein Produkt der dekorativen Kosmetik mit drin. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Von Gosh, Eye Brighten Conceal, 2-in-1 Illuminateur und Anti-Augenringe. Das habe ich auch eben schon geswatcht. Jetzt mittlerweile ist der Swatch schon ein bisschen älter. Das heißt, ich mache den jetzt mal frisch. Das ist nämlich wirklich auch ein bisschen getönt, ne? Und das finde ich persönlich echt mutig, weil man konnte sich keine Farbe aussuchen. Mir persönlich ist es ein ganz kleinen Tick zu dunkel, weil man es halt wirklich auch sieht. Ne? Du siehst, hier ist meine normale Handfarbe, das ist relativ weiß. Und man sollte solche Produkte natürlich im Gesicht und nicht auf der Hand swatchen, weil die Hand eigentlich sogar noch dunkler ist als das Gesicht. Und mal gucken. Kommt auf jeden Fall immer in Full-Face-Beauty-Boxen mit rein. Da bin ich ja wieder fleißig am Produzieren und da habe ich jetzt auf jeden Fall auch einen Concealer. Mutig. Dann habe ich hier auch noch 7 wiederverwendbare Abschminkpads von Danish Design by Last Objects. Und das sind 7 Stück. Und das sind so Bambustücher. Und glaube ich jedenfalls. Was hier halt ganz praktisch ist, also ich habe sie so ähnlich schon da und packe die auch einfach in Waschmaschinen und Trockner, in so einem Wäschenetz. Ne? Und ja, die verformen sich, die sind dann halt nicht mehr ganz so platt, nicht mehr ganz so gerade platt. Aber du kannst sie halt wirklich sehr, sehr viel weiterverwenden. Und wenn die halt feucht werden, also wenn du die halt wirklich zum Abschminken verwendest oder wenn du da Toner drauf machst für deine Augen, für dein Gesicht oder so, ne, dann wird das auch ein bisschen fluffiger und ist nicht mehr ganz so dünn und hart. Und ich finde es schön, dass wir das mit drin haben, weil das ist auf jeden Fall eine Art von Tool, wo ich finde, dass viele was damit anfangen können. Und
Das ist einfach in der Beautybox gern gesehen, würde ich sagen. Bei sowas verwendet man eigentlich wohl. Genauso auch eine Nachtcreme. Und da musste ich ein bisschen schmunzeln von Skön. Ageless Dreams Anti-Age Night Cream 50+. Ich bin 34. Mit Mikroalge, Powerful Natural Antioxidant, Astaxanthin, Omega 3 bis 6 und Vitamin E, da sind 50 Milliliter drin und das wird sehr wahrscheinlich auch ein recht hochpreisiges Produkt sein. Und ja, eine Nachtcreme, ne? Das kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Es gibt auch jetzt aktuell wohl eine Skön Limited Edition. Es gibt sau viele Limited Editions, gerade bei Goodiebox. Wahnsinn, das habe ich jetzt heute gesehen, weil ich da auch zwei bestellt hatte. Und ja, ist parfümfrei und ich glaube, dass da auch recht viele mit glücklich werden. Und da haben wir wirklich was für den Körper, für die Hände, fürs Gesicht, ein bisschen dekorative Kosmetik. Also da hat die Goodiebox auf jeden Fall einen schönen frischen Start hingelegt mit ihrer normalen Abo-Box. Und die unterscheidet sich schon auch sehr von der Welcome-Box, ne? Sonst hatten wir das ja immer sehr ähnlich. Ich mag sie. Also das habe ich eben auch schon, ne, im Video und das mag ich einfach, was da so drin ist. Und dann hat man die Möglichkeit, ich glaube, 3 bis 4 Mal im Jahr erscheint die Goodiebox Crush, dass man die sich dazu abonnieren kann für 14,95. Und auch die finde ich diesen Monat sehr, sehr gelungen. Ich weiß nicht, ob ich das eben schon eingeblendet habe. Ich habe so eine Übersicht gemacht über die verschiedenen Abo-Boxen. Da könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn ihr mögt. Genau, da ist natürlich auch die Crush-Box mit drin. It's time for me time. Das ist auch das, was die Goodiebox uns immer ein bisschen mit auf den Weg geben möchte. Etwas mehr Self-Love, Self-Care. Finde ich ganz süß. Und wir starten die Geschichte mit einer Gosh-Mascara, die auch mit in meinen Full-Face-Beauty-Boxen wandern wird. Bombastic, Crazy Volume Mascara und die ist in Blau. Oha, nee, die wird nicht in meinen Full Face Beauty Boxen wandern, weil eine blaue Mascara ist jetzt wirklich gar nicht mein Vibe. Ich hatte die eben tatsächlich als nicht blau identifiziert, aber hier steht es eindeutig auch drauf, ne? Crazy Blue 002. Nee, ist schon sehr abgefahren. Also hier sind auch manchmal sehr abgefahrene Farben drin und das hatte ich nicht gesehen. Gut, dass ich nochmal ein Unboxing mache. Da habe ich mich eben drin verliebt. Lust Lipstick von Tease in der Farbe Striptease. Und das ist eine kleine Größe, denke ich mal. Denn wir haben hier 1,8 Gramm drin. Like Seduction in Slow Motion. Ne? Und wenn du dann diesen Bullet siehst, oh mein Gott. Also das hier ist hübsch, aber Leute, das hier ist mega. Schaut euch das an, ist das nicht hübsch? Das finde ich wunderschön und das möchte ich auf jeden Fall auf meinen Lippen sehen. Hammermäßig, finde ich richtig genial. Dann habe ich auch von Gosh, und es gibt glaube ich auch eine Gosh Limited Edition Box, in der Farbe 006 Ash, einen Infinity Eyeliner. Und der hat hier hinten auch so ein Puffelding mit dabei und das ist aber halt so einer zum Anspitzen. Ist nicht so ganz mein Vibe, also mit sowas komme ich persönlich leider nicht ganz so gut klar. Beziehungsweise ich bin tatsächlich nicht bereit, super viel davon auszuprobieren. Ich bin nämlich eigentlich eher so dieser Stift, also hier Liquid Eyeliner Fan, ne? Und ja, ich mag die von Nabla richtig gerne, davon habe ich einige da und den hier, ja, den lasse ich weiter wandern. Ist in 006 Ash, ist aber eher so ein aschiges Braun, ne? So, und dann haben wir hier was drin. Also das, da freuen wir uns doch eigentlich alle drüber, weil sowas erwarten wir in dieser Box. In dieser Box kannst du keine riesige Lidschattenpalette erwarten, weil die halt nicht groß genug dafür ist. Aber so ein Quattro von Bella Pierre, schon 4-Color oder 4-Color Eyeshadow Palette, Purple Storm. Und das ist ja mal fantastisch. Also wir haben 2 matte und 2 schimmernde Töne hier mit drin. Ich werde sie jetzt persönlich einfach nicht behalten, weil ich habe letztens erst in dem Fullface Adventskalender-Test-Video die große Bella Pierre Adventskalender-Palette aus der Goodiebox, aus dem Goodiebox Adventskalender getestet und habe damit einfach eine riesige Bella Pierre-Palette schon. Finde es aber echt cool, weil ich glaube, darüber freuen sich viele. Ich hätte mir eher gewünscht, dass dieser Ton vielleicht ein bisschen heller gewesen wäre und dieser auch, sodass wir 2 sehr, sehr helle Töne haben und 2 sehr, sehr helle, sehr, sehr dunkle, Töne, ne? Das hätte man dann vielleicht etwas besser kombinieren können, aber nun. Finde ich aber genial, dass wir es hier mit drin haben und das ist auch die Goodiebox Crush von diesem Monat, die ich sehr, sehr feier und das sind halt einfach die, also das hier zeigt mir auch wieder, warum ich die Goodiebox selber im Abo habe, einfach weil wir hier coole Produkte drin haben zu einem echt feinen Preis und interessante Marken, die man sonst so auch gar nicht irgendwo anders vielleicht findet, ne? Und deswegen macht mir das immer wieder Freude. Wie gesagt, ich habe euch die Links in die Infobox gepackt, falls ihr Bock drauf habt, die Box zu abonnieren und dann bekommt ihr nämlich über meinen Link ein Goodie mit dazu. Genau,
was es ist, habt ihr im Video gesehen. Und dann würde ich sagen, das war's hier von mir. Wenn es dir gefallen hat, wie ein Däumchen, ein Träumchen. Schreib mir gerne, wie du die Boxen so fandest in die Kommentare, denn da können wir uns super gerne austauschen. Und schreib mir auch mal, wenn du die Goodiebox selber im Abo hast, ob du den gleichen Inhalt drin hattest. Weil ich habe jetzt öfters gesehen, dass der gegebenenfalls sogar variieren kann. Schauen wir mal. Ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Ich bin ein bisschen verpeilt, ne? Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen. Nochmal gesagt, okay, doppelt gemoppelt hält besser. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.